Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge schon wieder hier auf meinem Handarbeitskanal. Ich bin die Susanne und ich zeige euch, was ich seit der letzten Folge, ja, was alles so stricktechnisch passiert ist. Es ist ein bisschen was bei mir eingezogen und ich möchte euch auch noch ein Buch vorstellen. Ja, und nachdem der Tag heute leider etwas anders gelaufen ist wie geplant und es schon gegen Mittag geht, halte ich mich möglichst kurz. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich natürlich wieder für alle lieben Kommentare und Nachrichten, die ihr mir zukommen habt lassen. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich immer wirklich sehr. Und ja, auch wenn ich tatsächlich oft auf die Schnelle nur ein Herzchen gebe, ja. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Genau, ich habe, mir wurde geschrieben oder es wurde angefangen, ob ich das mit dem Verzwirnen mal zeigen kann, dass man sich da besser was drunter vorstellen kann. Ja, muss ich mal schauen. Ich werde es mir auf alle Fälle auf dem großen pinken Klebezettel notieren, wenn ich das nächste Mal zwirne, dass ich eins von meinen Mädels einfach vielleicht irgendwie mit filmen lasse, dass ich euch das zeigen kann. Aber es wird noch dauern. Ich habe seit der letzten Folge leider überhaupt nicht gesponnen. Nicht, weil ich keine Lust habe oder weil mir der Kammzug, im Gegenteil. Aber ich habe so viel, was ich gerade eigentlich alles irgendwie gleichzeitig machen wollen würde. Und ja, dann ist es mit der Arbeit auch, mal hat man halt mehr und mal weniger Handarbeitszeit. Ja, also es wird sicherlich dauern, bis ich euch das zeigen kann mit dem Verzwirnen. Aber ich notiere es mir und es ist definitiv nicht vergessen. Genau. Dann wurde ich auch noch gebeten, und das war natürlich ein totaler Quatsch von mir. Ich weiß gar nicht so recht, ehrlich gesagt, wo ich hingucken muss. Eigentlich bilde ich mir ein, ich schaue in die Kamera, aber ja, war natürlich letztes Mal ein bisschen blöd von mir, ein bisschen verplant von mir, dass ich zwar gesagt habe, mein neues oder mein, ja, eins meiner bisher wenigen Designs ist online, aber ich habe das Tuch gar nicht dabei gezeigt, dabei gehabt, um es euch zu zeigen. War natürlich total blöd von mir. Deswegen habe ich es jetzt heute nochmal mitgebracht. Genau, das Tuch Winterhimmel, das ich damals 22 für unseren Adventskalender, 23? 22 für unseren Adventskalender designt gehabt habe. Genau, ich mache mir hier immer so einen kleinen Knoten an das eine Schwänzchen. Finde ich ganz witzig. Dann kommt die erste Farbe, ein Lace-Muster. Dann kommt eben hier, wo quasi beide Farben überblendet werden. Es sind alles im Prinzip so ein bisschen Rautenmuster. Also so, hier sind es Rauten, hier sind es Rauten, ein Hebemaschenmuster. Und dann ist hier auch nochmal das Lochmuster, das ist natürlich bei dem bunten nicht ganz so gut rauskommt. Ja, und genau, der Rand kringelt sich ein bisschen ein, tatsächlich auch der hier, der Abkettrand, obwohl ich den ursprünglich tatsächlich mal hier so ein bisschen dieses Diamantmuster quasi raus schon gespannt gehabt habe, aber der kringelt sich einfach mit der Zeit so ein bisschen ein. Ja, wenn ich es nochmal stricken würde oder neues Tuch entwerfen oder das überarbeiten, würde ich den Abschluss ein bisschen anders machen, dass es sich nicht so einkringelt, beziehungsweise dass man halt auf alle Fälle das Diamantmuster noch gescheit sehen kann. Aber ja, habe ja auch noch nicht so viele Designs, so viele Muster entworfen. Und wie ich schon gesagt habe, also ich mag das total gern. Es ist eben so ein asymmetrisches, so ein wirklich langgezogenes, also es ist ohne jetzt groß zu spannen, das ist 1,60 m. Ja, und dann nochmal so ein Stückchen, ja, 1,60 m, ja, also werden schon so 2 m ungefähr sein, eben ein bisschen, also ja, so arg asymmetrisch ist es eigentlich gar nicht, und ich mag das eben gern, mir das, wenn ich mir das dann so rumwickel, ich habe hier, die Zipfel sind schön lang, dass das nicht irgendwie nach hinten rutschen kann. Hier, man hat hier wirklich schön Stoff am Hals und
kann es auch, wenn man dann eine Jacke anhat, gut in den Ausschnitt stecken oder über den Ausschnitt drüber. Aber es ist nicht nur so ein kleines Lätzchen, wo ich sage, dann habe ich hier wieder ja, den halben Ausschnitt frei. Und es ist aber auch nicht so viel Stoff, dass ich sage, ich würde jetzt da drin halber ersticken. Also ich mag so wirklich diese Form sehr gern. Ja, mal sehen, ob mal noch weitere Muster von mir entstehen. Das ist immer so ein bisschen spontan bei mir. Manchmal fällt mir was ein. Zurzeit habe ich eben Socken, die zeige ich euch auch gleich noch. Ich schreibe dann immer mit, aber ob dann tatsächlich wirklich mal irgendwie eine Anleitung draus wird oder nicht, lasst euch überraschen. Genau, das Tuch Winterhimmel von mir designt gibt's auf Ravelry. Ja, weil ich gerade eben schon bei den Socken und den Eigendesigns war, zeige ich euch mal meine Socken mehr weh. Das war mein UFO der Kalenderwoche 17. Und so schauen die aus. Na, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die falsche Nadel rausziehe. So. Na, ach, da hat sich's verpiekst. So. Genau, die Socken Meerweh schauen jetzt so aus. Die haben ursprünglich anders ausgeschaut. Natürlich auch durchaus mal einen Sockenblocker hier mitbringen können. Aber gut. So schauen die aus. Die Socken waren schon mal angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch im letzten Video gezeigt habe oder noch nicht. Dann kam mir das Ganze schon so irgendwie so locker vor. Habe dann festgestellt, okay, ich habe es mit zweier halber Nadel gestrickt. Ja, habe ich noch hin und her überlegt. Da war ich irgendwie so an der Ferse. Dann noch hin und her überlegt. Die Johanna sagt, ach doch, und lass doch und mach weiter. Und quasi, wenn du sie nicht haben willst, dann nehme ich sie. Meine Mädels sind ja da immer dankbare Abnehmer. Ja, dann habe ich dann auch noch die Fersenwand fertig gestrickt und wo es dann ans Käppchen ging und ich quasi die Maschen gezählt habe, um zu wissen, wo die Hälfte ist, habe ich festgestellt, ich habe 60 Maschen angeschlagen. Jetzt stricke ich normalerweise Socken mit zweier Nadeln und nicht zweieinhalber und eigentlich mit 56 Maschen und nicht mit 60. Und dann kam mir das alles komisch vor und dann war alles so weit und lapperig. Dann hat mir auch das Muster an sich nicht gefallen. Also das Muster selber schon, aber die Anordnung nicht. Und zwar war das ursprüngliche Muster, kann man es erkennen oder nicht? Also ihr seht schon, hier geht es einmal hier so rüber, hier geht es in die Richtung, hier geht es wieder in die Richtung. Das ursprüngliche Muster war so, dass immer jeweils innerhalb eines Zopfes einmal so rüber, einmal so rüber, einmal so rüber, einmal so rüber. Und dann hatte ich da auch nur zwei Zöpfe und dann hat mir. Ich habe heute die Kamera auf dem Tisch stehen, deswegen darf ich mich da nicht so drauflehnen. Das hat mir, also dieses Hin und Her innerhalb eines Zopfes hat mir nicht gefallen und dann waren es eben nur zwei und es war mir dann ein bisschen zu mickrig. Und dann eben eigentlich zu viel Maschen und zu große Nadeln, sprich ich habe das ganze Ding wieder gerippelt und neu angefangen. Hab dann auch hier am Bündchen quasi ja sozusagen Hebemaschen gemacht und den Faden vor der Nadel mitgeführt. Hab dann wie gesagt hier drei Zöpfe, die aber auch dann immer oder Zöpfe an sich sind es gar nicht mal so wirklich, aber halt das Muster, das sich dann immer in die gleiche Richtung verschränkt, verzieht, wie auch immer man es nennen will. Eine verstärkte Käppchenferse, auch hier den Faden außen statt innen. Genau, eine Herzchenferse. Ist mir am liebsten und die kann ich inzwischen auch schon auswendig. Und dann geht es am Fuß im Endeffekt unten einfach glatt rechts weiter, wie es halt eigentlich so üblich ist. Und oben läuft dieser eine Zopf einfach geradeaus weiter und die anderen
rutschen nach rechts. Und in der Mitte habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach links statt rechts. Ja, mal gucken, ob es so wird, wie ich mir das vorstelle, eben, dass sich hier, dass das quasi bis zum Fuß nach vorne läuft. Wenn es endet oder wenn die Zöpfe am anderen Rand angekommen sind, bevor ich zur Spitze komme, überlege ich mir, was ich tue. Und ja, wenn sie noch nicht drüben sind, bevor ich zur Spitze komme, aber das glaube ich nicht, dann überlege ich mir auch, was ich tue. Aber wahrscheinlich sind sie eher am anderen Ende, bevor die Spitze kommt, und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Ob ich sie gerade auslaufen lasse, ob ich sie wieder zurückführe. Ja, das überlege ich mir dann noch. Und vielleicht, wenn es euch gefällt und wenn ich dazu komme, gibt es dann vielleicht auch eine Anleitung für die Socken. Genau, ist auf alle Fälle die Färbung mehr weh. Und das war auch einer unserer relativ ersten Überraschungsclubs, Überraschungspakete von der Beate und mir. Ich habe auch die Tasche dazu gesucht, weil wäre natürlich cool, wenn die in der Tasche wohnen würden, zu der die Wolle dazu gefärbt ist, aber ich habe sie jetzt irgendwie auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich habe auch ganz viele Stellen, an denen meine Projekttaschen sich aufhalten. Also die ist da sicherlich irgendwo im Schrank, in der Truhe irgendwo. Ja, muss ich mal nochmal gucken, wo die gerade ist. Ja, genau, die Socken mehr wie eigentlich gerippelt und neu angeschlagen. Mein UFO der Kalenderwoche 17. Gibt es noch was dazu zu sagen? Nein. Dann in der Woche 18 kam die Jacke Amy. Ihr wisst es, der Amy Cardigan, Amy. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie man es ausspricht. Aber den kennt ihr sicherlich alle. Na, Entschuldigung, wenn es hier so raschelt, aber irgendwie ist hier, machen wir es gleich so. Das ist schon so oft hin und her geblättert, dass die Nadel ausgerissen ist. So schreibt man es. Und im Endeffekt, so sieht's aus. Eigentlich ein ganz schlichter Cardigan mit überschnittenen Schultern, so Blockstreifen, ja, relativ kurz. Und ich habe daran gestrickt an sich 20 Reihen. Ich musste aber tatsächlich ribbeln. Also in meinen Ravelry-Projekten, da seht ihr immer ein Foto vom, da habe ich in der Kalenderwoche angefangen, und dann auch ein Foto, so habe ich in der Kalenderwoche geendet. Ich habe das Foto gemacht, wollte zum Stricken anfangen, habe nochmal irgendwas überlegt oder wollte ich die braunen Reihen zählen, irgendwie so, und legte es also so vor mir glatt hin und denke mir, scheiße, da ist ein Loch. Und ich bin mir eigentlich nahezu sicher, dass es ein Mottenloch ist oder war, weil ich wüsste jetzt nicht, wo sonst, wenn es in der Tasche ist, ein Loch herkommen sollte. Und es hat auch so ein bisschen ausgefranst geschaut und auch so wirklich mittendrin. Ja, Mist. Dann habe ich das Ganze eben, die paar Reihen, es waren 5 oder 6 Reihen, die ich geribbelt habe, um eben dieses Loch, also zum Glück war es nicht irgendwo ganz am Anfang, sondern relativ am Ende des Strickstücks. Ja, aber ich habe es halt dann geribbelt und halt dann wieder quasi neu angestrickt. Deswegen ist jetzt auch nicht so arg viel passiert. Es sind auch 270 Maschen, bilde ich mir ein, pro Reihe. Also das dauert dann schon tatsächlich auch seine Zeit, bis man so eine Reihe gestrickt hat. Ja, und sind eben dann leider auch nur 20 Reihen entstanden. Aber so schaut er jetzt momentan aus. Also die Ärmel waren schon abgeteilt. Angefangen habe ich dann hier, wo mein Flipflop hängt. Und ich habe es immerhin geschafft, die dritte Farbe anzustricken. Das ist ja schon mal was. Genau. Das geht jetzt eigentlich erstmal ziemlich gerade dahin. Irgendwo kommen ein bisschen Taillen ab und Zunahmen. Aber so weit bin ich noch nicht.
Jo. Genau, vorne wird es ein V-Ausschnitt. Da bin ich jetzt tatsächlich mit den Zunahmen fertig. Also da brauche ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Und ja, ich denke, dass der eventuell wahrscheinlich mit zur Kunkelstube darf, weil ist halt glatt rechts dahin. Wie gesagt, ab und zu mal irgendwie eine Teilchenabnahme, aber ja, ein gutes Mitnahmeprojekt sowohl fürs Auto als auch fürs Ratschen. Die Antonia und ich, wir schaffen es nämlich tatsächlich am Sonntag mal endlich wieder zur Kunkelstube zu fahren. Die Garne, das sind ganz verschiedene. Es ist Madelintosh, es ist Locoporella. Ja, ich glaube die zwei hauptsächlich. Und es kommt dann anschließend an den, also das ist jetzt der Ton, der gerade gestrickt wird. Es kommt dann noch ein etwas dunkleres, ja, braun. Noch dazu und dann noch ein ganz dunkles Petrol. Türkis Petrol. Und genau, die Wolle hatte ich mir, also zumindest die Madelintosh, hatte ich mir mal, wann war es, vorletztes Jahr oder so, zu meinem Geburtstag gekauft bei der Bonifaktur. Da war ja noch mit Corona und mit Terminen ausmachen irgendwie so und hab mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt da an meinem Geburtstag einen Termin und fahre dahin und shoppe ein bisschen schöne Wolle. Und habe eben verschiedene Garne dabei gehabt, zu denen ich dann was dazu gesucht habe. Und das war wirklich richtig, richtig toll. Super Beratung, ganz nett. Leider haben die nur so selten offen, auch wegen Krankheits- oder wegen gesundheitlichen Problemen. Ja, da muss ich mal schauen. Da hatte ich ja zum Geburtstag letztes Jahr von meinen Kolleginnen einen Gutschein gekriegt, den ich auch schon investiert habe. Die Wolle hatte ich euch gezeigt. Das war so ein ganz besonderes Merino. Und ja, zu meinem Abschied habe ich ja auch noch mal einen Gutschein gekriegt. Und den habe ich noch. Und den hebe ich mir auch für was Besonderes auf. Ja, aber es ist echt schade, dass die so selten offen haben. Oder ich müsste jetzt mal wieder nachschauen, ob sich in letzter Zeit was geändert hat. Oder ob man da wieder nach Terminvereinbarung irgendwie zumindest kommen kann, muss ich noch mal schauen. Aber ganz ein toller Laden mit ganz, ganz toller Wolle und ich hoffe wirklich so sehr, dass die nicht irgendwann zumachen müssen. Haben auch einen Online-Shop, aber trotzdem, das ganze Sach muss ja trotzdem gepackt werden und alles. Und wenn es gesundheitlich nicht so gut geht, ja, also ich hoffe sehr, dass die nicht irgendwann zumachen müssen. Genau, die Jacke Aimé. Mit Mottenloch. Ich habe jetzt übrigens weil die Tasche, das ist auch so ein, geht halt auch wirklich nicht ganz zu. Also das ist halt jetzt keine Reißverschlusstasche. Wobei ich die an sich, liebe ich die total, weil die ist echt, die ist schön groß. Also da sind jetzt wirklich 4 Knäuel und das Strickstück drin. Und man kann die ganz toll einfach hinstellen und die bleibt auch so offen. Also ich liebe die Tasche total. Und ich habe jetzt einfach ein Wattepad mit dem Mottenöl reingelegt. So eine Mischung aus Lavendel, Zedernholz, weiß nicht, was noch alles drin ist. Ja, wobei zum Glück habe ich echt wenig Probleme mit Motten, aber wenn, dann ist es halt schon auch echt ärgerlich. Ja, dann ging es weiter in der Kalenderwoche 19 mit dem Tuch Calico. Das Calico, das ist ein Assigned Pooling Tuch, das war ja ich weiß jetzt gar nicht, vorletztes Jahr, dieses Assigned Pooling ganz in. Und ich habe dann da Sets dafür gefärbt, habe mir natürlich selber auch eins behalten und mit der Beate zusammen einen Assigned Pooling Karl ins Leben gerufen. Das war entweder das Tuch Calico oder das Tuch Float. Inzwischen gibt es ja von der Dawn Barker ist es auch noch ganz viele andere Designs und Varianten von diesem Assigned Pooling. Ja, und meins sieht so aus. Also jetzt werdet ihr sagen, ach, das Pickeltuch. Genau, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Ja, und es ist auch an sich, mir gefällt die Farbkombi total gut. Das Grün kommt fast ein bisschen blass raus. Das ist so ein bisschen mehr frühlingshafter. Das Pink ist auch ein bisschen knalliger. Mir gefällt die Farbe, mir gefällt die Wolle, wo ich euch jetzt gar nicht sagen kann, was es für eine Wolle ist. Irgendwas mit Leinen. Eben von mir selber gefärbt. Ein Single Garn gibt es aber nicht im Shop. Das war auch mal nur so ein Versuchskaninchen quasi. Ja.
Und leider muss ich ehrlich sagen, habe ich da nur sechs oder sieben Reihen dran gestrickt. Auch hier nicht, weil es keinen Spaß macht. Ich finde, es macht Spaß. Und es ist so, diese glattrechten Stellen gehen natürlich ratzfatz. Dann hat man so ein bisschen diese Unterbrechung, wo man das Tuch dann auch drehen muss, eben mit diesen, ich nenne es mal Büschelmaschen. Und also mir macht es echt Spaß und ich finde es total witzig, was rauskommt. Eben dann, da häufen sich mal die Maschen so, dann ist hier mal wieder größere Flächen. Und mit zunehmender Maschenzahl ändert sich natürlich auch nochmal der Rapport quasi sozusagen oder die Häufung von diesen Büschelmaschen. Ja, aber es kam dann einfach auch noch der Kunkelkahl dazwischen. Dann wollten wir zwischendrin vielleicht doch auch mal noch an was anderem stricken. Dann ging es, ja, war ich halt auch in der Arbeit eingespannt. Ja, und deswegen sind da leider, leider, leider nur sechs Reihen dran gewachsen. Aber mein Ziel ist ja an sich, jedes UFO überhaupt mal in die Hand genommen zu haben und entweder weitergestrickt oder es aufgerippelt zu haben. Und an sich ist es natürlich schon auch ein schönes Unterwegsprojekt, das aber nicht ganz so langweilig ist wie jetzt einfach nur Glattrechtsgestricke. Ja, mal sehen, wie es damit weitergeht. Also rippeln will ich es eigentlich nicht. Ja, mal überlegen, wenn es das nächste Mal an die Reihe kommt. Dann wird wieder frisch überlegt. Gibt es da noch was dazu? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, und mein aktuelles Projekt dieser Woche, Kalenderwoche 20, wenn ich mich nicht zumindest verzählt habe, ich wollte beim Kalender nachschauen, ob ich überhaupt noch richtig bin, sind meine sogenannten Wanderstinos. Das ist nichts Großartiges. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich hätte gern, oder habe mich auch mit irgendwem unterhalten, von wegen gestrickte Socken zum Wandern. Und ich habe immer so ein bisschen Bedenken, ob das nicht zu rau ist, ob das nicht drückt dann in den Wanderschuhen, weil ich habe bei meinen Wanderschuhen leider tatsächlich generell das Problem, dass mir die immer am Abend dann drücken, also am Bein, quasi am Schienbein oder halt so oberhalb vom Knöchel. Also das sind so, ja, so Stiefelchen, so eigentlich Trekkingschuhe. Keine richtigen Wanderschuhe, sondern halt, wie man halt jetzt heutzutage hat, Trekkingschuhe. Und ich bin die, also die sind so, haben oben noch zwei, da, glaub zwei Reihen irgendwie mit Haken, wo man es halt dann eben regulieren kann und so. Und ich bin die in der Früh ganz normal, das ist auch alles gut. Und ich merke aber immer, wenn mir dann meine Beine dick werden, dann staut sich das so richtig und dann wirklich, das tut dann auch teilweise richtig weh. Und dann habe ich Bedenken, wenn ich dann auch noch gestrickte Socken anhabe, die dann da auch noch vielleicht irgendwie drücken und reiben, ob das so das Ideale ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt probierst du es mal und strickst die Socken eigentlich quasi inside out. Also ich stricke die schauen jetzt links aus. Das ist die Außenseite, ist jetzt eben links gestrickt. Ich stricke die aber halt einfach wie ganz normale Stinos rechts, glatt rechts und habe es jetzt von der Ferse einfach umgedreht. Strick jetzt die Ferse. Auch hier eine verstärkte Ferse, aber auch so eben, dass die abgehobenen oder halt die Fäden außen sind, dass ich innen für meine zarten Füßchen ein ganz normales, eben hier sieht man es auch, ganz normales, upsala, sorry, ich darf mich nicht auf den Tisch aufstützen, ein ganz normales glatt rechts gestricktes Gewebe habe, eben in der Hoffnung, dass es das nicht irgendwie drückt, reibt. Wie auch immer. Ja, ist ein Versuch. Und ich finde es aber eigentlich auch ganz witzig, wenn man mal schaut, wie sich das links mustert, wie das anders ausschaut, eben im Vergleich zu dem rechts gestrickten, das man ja normalerweise sehen würde. Finde ich schon irgendwie ganz witzig. Ja, da ist die Woche auch noch nicht so arg viel dran passiert. Da hatte ich schon die Ferse ein Stück gestrickt. Eben auch verstärkt, aber wie man es normalerweise strickt, also quasi mit den abgehobenen Fäden innen. Und ich
weiß noch, dass ich damals, als ich es zuletzt in der Hand gehabt habe, mir irgendwie überlegt habe, dass ich mit der Ferse so nicht ganz glücklich bin. Irgendwas habe ich dann noch im Hinterkopf. Sprich, ich habe die paar Reihen Ferse, die ich gestrickt gehabt habe, aufgeribbelt, habe sie nochmal gestrickt und bin jetzt eigentlich, habe die Fersenwand fertig und bin jetzt direkt vorm Käppchen. Mal schauen, wie sehr, wie weit ich da, wie sehr ich da dran noch stricke, wie weit ich die Woche noch komme. Ja, das ist halt, wenn man zu viel gleichzeitig machen will, immer. Und warum bin ich nicht so arg weit gekommen mit den letzten beiden UFOs? Das ist, weil der Kunkelkrall angefangen hat. Da hatte ich euch ja in der letzten Folge davon erzählt, dass wir den Artus stricken. Ich glaube, ich habe versehentlich Arthur gesagt. Nein, er heißt Artus. Ein ganz, ganz tolles Dreieckstuch mit Hebemaschen, mit Mosaikmuster, mit Colorwork-Muster. Und ich bin tatsächlich schon mit der aktuellen Woche fertig. Es ist Donnerstag. Und ich bin wirklich schon mit der aktuellen Woche fertig und versuche euch jetzt hier mal das zu zeigen, trotz Fadengewurstelle. So, ich mache mal auf die andere Seite. So schaut es bei mir bisher aus. Ich merke schon, kuschelweich ist es nicht. So sieht es aus. Also einmal hier das Dreieck mit, dann kommt der Colorwork-Teil, kommt wieder ein bisschen Strukturmuster, wieder Colorwork, nochmal Strukturmuster, wieder Colorwork. Und dann ging es in das spannende Mosaikmuster. Und ich kann es euch leider schlecht zeigen, weil ich habe eh schon ein Meter langes Seil dran, aber das ist zu kurz. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich meine die Maschenstopper, die Nadelstopper von einem anderen Projekt abgezogen und da drauf, weil da weiß ich, dass die halten. Also ich habe die ja, habe ich euch gezeigt gehabt, als ich sie gekauft habe bei Etsy, bei der Melanie Mielinger, Melnitz, gekauft. Und ich habe die wirklich, ich habe sie gekauft, ich habe sie selber gezahlt. Aber ich mache da echt guten Gewissens Werbung dafür, weil die halten. Ich habe schon andere Nadelstopper, das sind so kleine Böpperle. Die gehen, da kommt es aber auch immer auf die Nadelstärke an, mal halten sie besser, mal schlechter. Aber da muss ich ehrlich sagen, die halten Bombe. Und ich habe mir tatsächlich jetzt auch noch mal drei Paar bestellt, weil die sind einfach so, abgesehen davon, dass es sehr, sehr süße Designs gibt. Aber die halten einfach super. Und mir ist es schon so oft gegangen, dass ich dann eben das gerade auch so zum Zeigen oder zum Fotografieren irgendwie rüberziehe. Dann fällt der Böppel ab und rutt sind die Maschen unten. Und ich muss sagen, dass hier die Nadeln, also das sind die Knit Pro Smart Metallnadeln und die Wolle ist von Holst die Coast. Und es ist eine sehr flutschige Kombi. Also das ist mir tatsächlich auch schon gegangen, wo ich einfach nur am reinen Ende quasi das Tuch gewendet habe, dass mir da die letzten zwei, drei Maschen runtergefallen sind. Oder wenn ich dann mal irgendwie nachschiebe und die Nadel loslasse und es ist ziemlich am Ende, dass die Nadel putsch, ist sie auf einmal rausgeflutscht. Also das ist eine sehr, sehr flutschige Kombi, Metallnadel und die Holst Coast. Und deswegen habe ich mir da jetzt eben, ich habe mir auch ein längeres Seil bestellt. Zwei Seile, 1,20 m und 1,50 m, weil da habe ich eh nicht so viele. Und das jeweils eine, was ich habe, ist irgendwo in einem anderen Projekt. Genau, und habe mir eben auch nochmal so Nadelstopper bestellt. Ja, und genau, das ist jetzt das Mosaikmuster. Eben dieses ganze Mosaikmuster war der momentane Wochenabschnitt jetzt für die Woche 3. Ich glaube, in der Woche 3 sind wir gerade, ja. Genau, es sind jetzt schon sehr viele Maschen. Macht total Spaß zu stricken, wobei ich ein bisschen mit den Spannfäden, also beim Colorwork würde ich halt dann, wenn es mehr wie drei Maschen sind, das eventuell einweben. Das ist beim Mosaikmuster an sich nicht vorgesehen. Und ich habe so das Gefühl, dass teilweise die Spannfäden schon echt locker sind. Ja, also mal natürlich mal. Hier sieht man es auch gerade. Mal lockerer, mal fester. Gerade auch in den Hinreihen tue ich mir, also in den
rechtsgestrickten Reihen tue ich mir tatsächlich auch leichter, die Spannfäden entsprechend zu handeln, als in den links zurückgestrickten Reihen. Also da merke ich tatsächlich schon einen Unterschied von der Spannfadenspannung her. Ja, aber ich denke, es wird ja nachher noch geblockt und auch in der Gruppe haben mehrere das auch geschrieben, dass sie das Gefühl haben, sie haben die zu locker. Aber ja, war dann auch so das, die Aussage und das stimmt natürlich auch, besser zu locker wie zu fest. Wenn es zu locker ist und man spannt es ja vielleicht auch noch ein bisschen oder es legt sich ja alles dann nach dem Baden auch noch ein bisschen, dann ist es sicherlich besser, die sind locker, wie wenn ich sage, boah, ich kann es überhaupt nicht spannen, weil die einfach zu fest sind. Und also dann tatsächlich wirklich lieber so. Ja, und so finde ich es echt schön. Jetzt kommt dann die nächste Farbe dazu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Rosa wird abgelöst. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da kommt jetzt bei mir dann ein lila Ton. Und zwar einer, ich habe ja hier zwei verschiedene lila Töne kombiniert. Und einer von diesen beiden lila Tönen dann quasi in Unifarben, der kommt dann jetzt bei mir da dran. Ja, das macht wirklich sehr, sehr, sehr Spaß. Dauert halt auch seine Zeit, sind inzwischen tatsächlich auch schon wieder sehr viele Maschen. Aber ja, ich denke jetzt auch gerade so diese Mosaikabschnitte, die sind ganz gut handelbar in der Woche. Ja, und ich habe dann da eben möglichst dran geklotzt, um nicht den Anschluss zu verlieren. Und ja, es ist dann schon so, dass ich dann bei so einem Karl sage, okay, dann stricke ich jetzt tatsächlich eher an dem Karl, dann ist der fertig und wenn er nach 3 Tagen fertig ist, ist es auch gut und dann habe ich wieder Zeit für ein anderes Projekt. Manchmal nehme ich auch zwischendrin mal noch was anderes in die Hand. Ja, man hat ja so Phasen. Man sagt, einmal kann man halt besser dabei bleiben und einmal sagt man nach 5 Reihen, boah, ich brauche jetzt irgendwie eine Abwechslung. Ja. Dann habe ich noch mit der Antonia zusammen was angefangen. Und zwar den Pullover Edith. Die Anleitung gab es mal kostenlos, irgendwie letztes Jahr, September rum. Blendet euch vielleicht einfach mal ein Bild ein. Weil ich habe ja keine ausgedruckten Anleitungen mehr. Ich habe es ja jetzt am Tablet. Ah, aber das habe ich da. Aber ich blende euch trotzdem ein Bild ein. Und ihr wisst ja, ihr findet eh immer alles bei Ravelry verlinkt. Im Zweifelsfall. So, wo haben wir ihn denn? Ja. So schaut der aus. Der Pullover. Eben mit so einer Strukturpasse. Und die Antonia und ich, wir hatten in Vaterstetten Wolle dafür gekauft. Eben zusammen und also die gleiche, bloß in verschiedenen Farben und schon mit dem Gedanken, eben wirklich mit diesem Plan, wir stricken diesen Pullover. Die Wolle, die ich mir gekauft habe, ist, Überraschung, blau. Indigo gefärbt, die hatte ich euch damals auch gezeigt, von Wolland.at. Ja, und wir haben jetzt eben angefangen, diesen Pullover zu stricken. Sie wohnt ja nicht mehr daheim, aber normalerweise kommt sie mittwochs, weil wir dann abends eh noch Korbprobe haben. Und dann haben wir eben gesagt, so, das wird jetzt unser Mittwochsstrick. Und wir stricken da zusammen diesen Pullover. Ja, dann haben wir angefangen. Und jetzt haben wir echt beide ein Problem. Wir wissen nicht mehr, was wir da mit der Wolle gerechnet haben. Diese Knäule sind nämlich jeweils nur 50 Gramm. 50 Gramm haben eine Lauflänge von 275 Metern und jeder von uns hat 4 Knäuel, also nur 200 Gramm. Wir hatten es dann, oder ich hatte es angeschlagen, das bin ich, glaube die Antonia auch, wir hatten es dann angeschlagen, einfädig. Dann haben wir gedacht, nee, das ist irgendwie arg dünn und ich habe jetzt eh schon, ich habe 3er Nadeln, ich weiß jetzt gar nicht, was die Antonia hat. Ja, aber es ist schon arg dünn eigentlich irgendwie. Dann haben wir das Bündchen wieder aufgeribbelt, ganz doppelfädig gestrickt, weil wir gesagt haben, wahrscheinlich wollten wir das doppelfädig stricken. Dann wird es, glaube ich, auch von der Stärke zur Anleitung hin ganz gut hinkommen, irgendwie so. Und da wieder das Bündchen, dann haben wir gedacht, naja,
Aber das sind ja mit den Ärmeln schon die ganzen vier Knäule wahrscheinlich relativ weg. Und dann, na, haben wir ja viel zu wenig gekauft. Wir hätten ja 8 Knäule gebraucht und nicht plus 4. Dann habe ich es wieder aufgerippelt. Habe mal gedacht, na, strich ich es doch einfädig. Also es war ein ewiges Hin und Her. Und ich weiß, wir haben mit der Verkäuferin, also wir haben genau gesagt, wir wollen den Pullover stricken. Wir haben zusammen mit der Verkäuferin überlegt. Ich bin mir eigentlich auch fast sicher, ziemlich sicher, dass wir ge nicht gesagt haben, dass wir es doppelfädig stricken, sondern eben einfädig. Und wir hatten alle drei zusammen rumgerechnet und überlegt und die Anleitung angeschaut. Und eigentlich waren wir alle der Meinung, diese 4 Knäule würden uns reichen. Also ich rechne bei mir normalerweise so mit 1200 Meter, also so 300 Gramm Stränge a 400 Meter, passt bei mir immer gut für ein Oberteil. Und die haben ja 275 Meter und das haben wir irgendwie mal 4 gerechnet. Aber also bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, dass das wirklich reicht. Und die Antonia hat auch gesagt, nö, eigentlich wollte ich schon doppelfädig, weil eigentlich wollte ich schon so einen dicken Lagerfeuerpulli. Dann haben wir online geschaut im Shop. Jetzt gibt es natürlich genau dieses hellere Indigo nicht. Und sie hat, glaube ich, Cochenil, also so ein zartes Rosa. Die gibt es natürlich gerade nicht. Ich meine, im Zweifelsfall kann man es immer noch mit Grau kombinieren oder ich schreibe die Dame an oder ich treffe sie in Vaterstetten, wenn ich es schaffe, unseren Hobbykünstlermarkt zu verlegen, den wir nämlich blöderweise genau auf das gleiche Wochenende gelegt haben. Ja, also nach ungefähr dreimal Ribbeln habe ich jetzt ein Bündchen einfädig. Also man sieht es in der Kamera nicht. Also es wirkt sehr, sehr dünn. Andererseits ist es aber doch eine ziemlich, ja, schon eine rustikale Wolle, wo man definitiv noch was drunter ziehen muss. Und ich glaube, dass die beim Waschen auch noch ziemlich aufploppt. In der Anleitung ist es so, das haben wir natürlich vorher auch nicht gelesen. Ich habe mir halt gedacht, naja, ganz normal Rundpasse runter. Nein, der wird von unten nach oben gestrickt, sprich der eine Ärmel, der andere Ärmel, der Körper. Und dann wird erst alles in der Rundpasse zusammengenommen. Bin ich auch gespannt. Einmal habe ich sowas schon gemacht. Das ist nicht gut gegangen. Das habe ich wieder geribbelt, die Jacke. Ich hoffe, dass es da jetzt besser funktioniert. Und ja, werde jetzt einfach mal. Also gestern sind wir tatsächlich nicht zum Stricken gekommen, weil die Antonia auch so spät aus der Arbeit gekommen ist. Ich dann schon wieder am Kochen war. Aber das ist an sich unser Mittwochsstrick und da passiert jetzt auch wirklich überhaupt nichts. Und ich werde jetzt einfach noch ein Stückchen glatt rechts stricken. Werde das Ganze dann mal baden und werde mal gucken, wie es aufflufft, ob mir das Maschenbild dann gefällt. Das ist wiederum der Vorteil, wenn man in Einzelteilen oder eben halt nicht von oben nach unten strickt, dass man eigentlich nicht wirklich eine Maschenprobe braucht, weil dann strickt man halt ein Stückchen Ärmel und kann sich dann immer noch entscheiden, ribbel ich das, dann habe ich aber auch nicht so viel Arbeit reingesteckt, oder passt mir das so, dann kann ich einfach weiter stricken. Finde ich jetzt eigentlich doch einen Vorteil auch an dieser Konstruktion. Ja. Wie gesagt, pressiert überhaupt nicht. Wir werden sehen. Und ja, vielleicht treffe ich, vielleicht eben, wie gesagt, schaffe ich es nach Vaterstetten. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Wir wollen jetzt unseren Hobbykünstlermarkt 2 Wochen nach hinten verlegen. Muss ich mal schauen, ob das klappt. Weil ich gesagt habe, oh, Vaterstetten ist halt so eins der wenigen, also jetzt abgesehen von Weilheim, das ja neu ist, ist es wirklich so der einzige Wollmarkt, der von uns gut zu erreichen ist. Und wo es auch ja nicht nur wirklich rein Wolle gibt. So wie in Weilheim, da war die Johanna ja am zweiten Tag mit dabei, wollte von sich aus mit, aber fand es natürlich jetzt so semi-spannend, im Gegensatz zu Vaterstetten, wo es halt auch einfach für die Johanna viel zum Sehen oder zum Kaufen oder einfach zu machen gibt. Ja, deswegen hoffe ich sehr, dass ich nach Vaterstetten komme und dann gucke ich mal, habe auch schon überlegt, lasse ich es, bestelle ich mir einfach ein Grau, aber in Österreich zu bestellen, zu verschicken. Habe schon überlegt, bestelle ich mir einfach ein Hellgrau dazu und stricke es doch doppelfädig. Also es gab viele Überlegungen. Aber genau, also jetzt mache ich erstmal ein paar Runden glatt rechts, wasche das Ganze, bade das Ganze und dann schaue ich, wie mir das Maschenbild nachher gefällt. Und wie gesagt, man muss eh was drunter ziehen dann. Also ich zumindest. Wohnt in meiner Tasche, die ich mir in Weilheim gekauft habe, eben für so ein Pullover-Projekt. Genau, abgesehen vom Artus und dem Mittwochsstrick
konnte ich leider nicht umhin, nochmal was neu anzuschlagen. Also es ist tatsächlich zurzeit so, einerseits finde ich meine persönliche UFO-Challenge immer noch klasse und will die auch beibehalten, eben dieses jede Woche an einem UFO stricken. Und finde es auch tatsächlich immer spannend, so dann am Sonntagabend oder am Montag, je nachdem, wie ich dazu komme, zu gucken, ui, was kommt denn in der Woche jetzt dran? Also ich habe das ja nicht im Kopf und ich schaue da auch meistens nicht vor. Manchmal bin ich neugierig, dann schaue ich schon vorher. Aber das finde ich echt spannend, da zu gucken, was kommt denn nächste Woche für ein UFO dran? Und ja, da will ich an sich auch ein bisschen dran festhalten, wobei jetzt, wie gesagt, der Kunkelkarl läuft. Und jetzt dann morgen, also heute ist Donnerstag, der 16. Morgen am 17. Mai die das Qualifying für die SWC losgeht. Und also die Super Sock World Championship. Da stricken wir wieder mit einem Team Kunkelstube. Und ja, da geht morgen das Qualifying los. Also wird neben Karl und SWC wird wahrscheinlich nicht arg viel Strickzeit bleiben. Aber mal gucken. Sonst setze ich mit meiner UFO-Challenge einfach derweil aus und mache nachher wieder weiter. Ja, ich habe aber ganz viel, das ich eigentlich neu anschlagen möchte, wo ich die Wolle habe, wo ich die Projekte, die Anleitungen, eigentlich irgendwie gefühlt 100 Sachen, die ich gerade gleichzeitig anfangen und machen und stricken möchte. Und habe immer ein weniger schlechtes Gewissen, wenn es einen Anlass gibt, was neu anzuschlagen. Und zwar habe ich den Muttertag als Anlass genommen und habe ein T-Shirt für mich angeschlagen. Ein T-Shirt mit einer Rundpasse aus der Tünline, die ich mir letztens erst in Landsberg gekauft habe. So, und jetzt, wenn du dich hier mal nicht um die Nadeln wickelst. Ja, viel ist tatsächlich noch nicht zu sehen. Es ist ein Bündchen, es ist glatt rechts. Es sind verkürzte Reihen. Ja, sieht man, hier ist mehr glatt rechts wie vorne. Das sind die verkürzten Reihen im Nacken. Ja, und mehr ist tatsächlich noch nicht entstanden. Ich kann auch noch nicht reinschlüpfen, weil ich es eben auch auf einer kurzen Nadel habe, dass ich um die Runde stricken kann. Aber habe jetzt eben neue Seile, die sind heute gekommen. Da werde ich es mal draufziehen und mal reinschlüpfen. Aber ich glaube, dass mir das vom Ausschnitt hier so eigentlich ganz gut taugen müsste. Ja, man kann es schlecht anhalten. Auch hier wieder die Gefahr, dass irgendwas runterflutscht. Genau, eben die Tünline in dem. Ja, es ist so ein Rauchblau. Also in der Kamera kommt es jetzt sehr knallig rüber. Es ist eigentlich mehr so ein Rauchblau, Jeansblau. Ja, aber es ist auch egal, wo ich es hinhalte, es wird nicht besser. Und was habe ich damit angeschlagen? Das T-Shirt A Study in Pink. Bei mir hat es den Arbeitsnamen A Study in Blue, logischerweise. Von der Melanie Berg. Und so schaut das aus. Also ich hatte zwei zur Auswahl, das und noch eins eben mit einer ähnlichen Konstruktion, nur halt an sich ein anderes Lace-Muster. Konnte mich nicht entscheiden und habe dann die Antonia entscheiden lassen und die hat gesagt, nimm das. Ja, und das ist mein Muttertagsanstrick. Von der Nadel, von der Wollstärke her kommt es, glaube ich, ganz gut mit dem Original hin, habe ich geschaut gehabt. Ich stricke die kleinste Größe 1. Man strickt es so mit 10 bis 15 cm positiv Ease und ich habe halt eben meinen Brustumfang plus das gerechnet und bin dann natürlich wieder irgendwo so, ja, hätte auch eine Größe 2 stricken können von den Maßen her, aber ich habe mir gedacht, naja, positiv Ease ist gut, aber es muss jetzt auch nicht allzu viel sein. Und ja, ich denke, gerade bei so von oben nach unten, ihr wisst es, man kann es halt auch einfach anpassen. Ich stricke jetzt mal die Größe 1, dann sehe ich ja, bevor die Ärmel abgeteilt werden, reicht mir das von der Tiefe, dann hänge ich halt noch ein paar Reihen dran, wenn es wirklich ist, bevor ich die Ärmel abteile. Und ja, guck dann einfach, wie ich Lust habe.
ob ich auf die Größe 2 wechsle, ob es mir so reicht. Eben, das ist ja das Schöne, wenn man was selber macht, dass man es ja doch einfach auf sich selber anpassen kann. Genau, ich habe ja da auch das Buch Maß gestrickt, wobei da muss ich mich tatsächlich jetzt mal wieder noch mehr damit auseinandersetzen. Da muss ich mal noch weiterlesen und mir vielleicht auch ein paar Notizen machen, was ich beachten muss. Ja, das ist immer schön und gut, wenn man so ein Buch zwar durchliest, aber nachher dann trotzdem wieder nicht mehr weiß, was man am Anfang gelesen hat. Ja, da muss ich mich mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Auch das stricke ich auf mit Pro-Nadeln. Das sind die normalen Zing in der Nadelstärke. Ist das eine 3 oder eine 3,5? 3. Also, ja. Ich habe mir fast am Anfang gedacht, ob es mir mit der Dreier nicht doch ein bisschen locker, also gerade am Bündchen. Aber ich finde, also ich mag die rechts verschränkten Maschen immer sehr gern am Bündchen, aber ich finde die linken Maschen ziehen sich dann einfach so ein bisschen auseinander. Oder zumindest bei mir habe ich immer so das Gefühl. Naja, aber ich finde so das glatt rechte, es ist schon luftig. Ja. Aber die Wolle wird sich sicherlich beim Baden auch noch mal ein bisschen verändern. Und es soll ja auch ein luftiges T-Shirt sein. Und dann hat man halt einfach einen normalen BH drunter und dann sieht man da auch nichts. Also da bin ich relativ tiefenentspannt. Dann habe ich an sich auch noch den nächsten Plan. Und zwar einen Geburtstagsanstrick, weil, wie gesagt, wenn man einen Grund dafür hat, hat man nicht ganz so ein schlechtes Gewissen. Der Cardigan Wishes ist aus den Interpretations Nummer 4. Ja, man kann auf dem Bild nicht so wirklich arg viel erkennen von der Konstruktion her. Ist ein RVO. Ja, leider sind die Fotos da alle so ein bisschen dunkel, deswegen kann man nicht arg viel erkennen. Wishes von der Jorge Locatelli. Aber ich kann euch vielleicht mal noch die Schemazeichnung zeigen. Also der wird dann auch so ein bisschen zipfelig. Da ist noch mal ein bisschen Bild. Ja. Hier kann man es vielleicht auch so ein bisschen erahnen, dass der eben vorne nach vorne hin so ein bisschen, ja, halt nicht einfach glatt runtergestrickt ist, sondern so ein bisschen nach vorne hin zipfelt. Wie der Regan ähnlich, also von der Konstruktion her ganz anders, aber vom Fall, vom Schnitt her ein bisschen wie der Regan, würde ich mal behaupten. Und den habe ich auch schon lange in der Planung und habe auch schon ganz lang Wolle, die ich mir damals in Leipzig, ich war ja nur ein einziges Mal in Leipzig am Wollmarkt und habe mir da 3 Knäule von der wunderbaren Wolle hier gekauft, Mominokian. Ist inzwischen, glaube ich, auch etwas bekannter. Damals habe ich tatsächlich das allererste Mal von denen gehört und es war auch nur ein ganz, ganz kleiner Stand, kann ich mich erinnern. Und das ist die Farbe Glacier und ist 60% Schurwolle, 20% Maulbeerseide, 20% Ramier. 425 Meter auf 100 Gramm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben für so ein Jäckchen, das ja doch eigentlich, wenn ich es richtig sehe, mehr oder weniger glatt rechts gestrickt ist, aber halt einfach diese etwas andere Konstruktion hat, dass da diese Wolle, die eben auch so ein bisschen, ja, ge gesprengt oder ein bisschen gefärbt einfach ist, dass das für sowas so, dass es einfach so eine bisschen sommerliche, eben durch die Seide und Rami, einfach so eine Wohlfühljacke wird. Ja, und da, die möchte ich an meinem Geburtstag anschlagen und habe mir da auch Nadeln bestellt. Ich habe letztens schon zu meiner lieben Britta gesagt, ich sollte halt vielleicht einfach mal was fertig stricken, dann hätte ich auch wieder Nadelspitzen und Seile übrig. Aber ja, und irgendwie dann immer zu gucken, wo sind denn die Nadeln, in welchem Projekt ist denn die Stärke, die ich brauche, und die dann abzuschrauben. Und dann, ja, und nachdem ich eh Seile bestellt habe und habe ich mir nochmal
dreieinhalber Spitzen mitbestellt und 3,25, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich die hier wirklich mit 3 oder mit 3,5 stricke. Und da habe ich mir gedacht, bestellst du dir mal 3,25. Habe ja selten diese Zwischengrößen, aber da hatte ich irgendwie so das Gefühl, bestellst du mal mit. Ja. Das soll mein Geburtstagsanstrick werden. Ja, das war es auch schon mit den Projekten, mit den gestrickten und geplanten. Mal schauen, wie es mit dem Ganzen weitergeht. Wie gesagt, momentan stehen jetzt erstmal der Kunkelkall und dann die SWC im Vordergrund. Und ja, ich weiß nicht, wann ich zum nächsten Video komme, aber wenn ich was fertig habe, poste ich es auf alle Fälle immer auf Instagram. Habt ihr leider schon lange nichts mehr gesehen von mir? Aber wenn mal was fertig ist, ist es da zu finden. Ja, dann ist ein bisschen was bei mir eingezogen. Wir waren auf der Auer Duld in München. Das erzähle ich ja jedes Mal wieder, dass ich da so gern hingehe. Und ja, da gibt es einen Stand, die eben auch Wolle haben. Ich bilde mir ein, früher waren es mal zwei Stände, aber Und da bin ich jedes Mal wieder so am Gucken und eigentlich hat sich das schon auch so eingebürgert, dass ich mir jedes Mal einen Knäuel mitnehme. Nicht, dass ich keine hätte, aber ja. Dieses Mal sind es sogar zwei Knäuel geworden, weil ich mich nicht entscheiden habe können. Und es wären sogar beinahe drei geworden, weil ich nämlich von der hier Komfortsockenwolle gab es die. Und wenn die so mustert wie auf dem Bild, finde ich das nämlich. Muss nächstes Mal doch mit der. Ich nehme mit der Selfie-Kamera auf, weil dann habe ich immer weniger Arbeit mit dem Aufbauen. Nachdem ich jetzt eh schon so spät dran war, habe ich mir die Zeit gespart und nehme quasi mit der Selfie-Kamera auf. Aber ich muss das nächste Mal dann wieder gescheit mit der Außenkamera. Ja, also so soll es mustern und das fand ich eben ganz spannend. Und von der gleichen Serie war noch ein anderer Knäuel da und da lag auch der gestrickte Socken da. Was waren denn das? Das waren mehr sommerliche Farben. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. War auch relativ, ja, waren auf alle Fälle irgendwie sommerlichere Farben. Und meine Mädels, oder die Johanna war nur dabei, die hat dann gesagt, nee, nimm das, das ist schön. Und dann konnte ich nicht drum rum, auch noch um diesen sommerlichen Strang. Nicht nur, dass es einfach von den Farben her sommerlich ist, sondern auch von der Zusammensetzung. Das ist nämlich mit Baumwolle. Baumwolle, Sturwolle, Polyamid, Polyester. Ja, und die Farben haben mich einfach so angelacht, dass der auch noch mit hat müssen. Ja, da versuche ich mich dann immer zusammenzureißen. Also, da gibt es andere Wolle auch, aber da ist dann immer viel Poly. Und also, und wenn man mal lang strickt und sich auch ja gerade eben auf den Wollmärkten und mit den Handgefärbten oder auch ja einfach über die Podcasts, über den Austausch mit anderen, finde ich schon, hat sich so mein Anspruch an Wolle doch auch tatsächlich geändert, wo ich mir früher noch vielleicht gedacht hätte, ah, cool, nimmst du dir mit, ist jetzt so, dass ich mir denke, nee, das Geld spare ich mir lieber und kaufe mir dann dafür ein bisschen teurere, besonderere Wolle, aber dafür halt weniger. Eigentlich brauche ich gar keine mehr, eigentlich habe ich genug, aber ja, also ich merke schon, mein Anspruch an Wolle ist schon tatsächlich gestiegen. Ja. Und dann ist noch was eingezogen, das ich nicht selber gekauft habe, sondern das mir eine ganz liebe Zuschauerin zugeschickt hat und ich war total geplättet. Es kam die Tage ein Päckchen und ich habe zwar was bestellt gehabt, aber habe mir gedacht, nee, das kann das aber noch nicht sein. Was kommt denn da? Mein Mann hat dir auch was bestellt, aber nein, es war tatsächlich für mich. Und dann lese ich da schon Martina und denke mir, oh. Was schickt mir denn die liebe Martina? Und wie gesagt, ich habe das aufgemacht und war total geplättet. Nicht nur, dass sie mir ein ganz tolles Lesezeichen geschickt hat. Auf der Rückseite ist nochmal das Gleiche. Es war ein ganz, ganz, ganz lieber, langer Brief dabei. Und ja, Briefe schreiben ist
ja, ist heutzutage tatsächlich einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, wo man halt sich schnell eine WhatsApp, eine SMS, eine Mail, was auch immer schreibt, ist so ein Brief oder auch eine Karte wirklich mal was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ja, und dann war im Päckchen dieser wunderbare, tolle Kammzug. Ich war total platt. Ist vom Häkelschaf bei Caroline. Zeige ich euch mal. So schaut das aus. Und das ist 50% Schurwolle, Pulvers und 50% Bambus-Viskose. Ja, und natürlich genau meine Farben. Und der ist so kuschelweich. Oh, und ich habe das aufgemacht und mir gedacht, boah, was für ein Wölkchen, was für ein Traum. Also, liebe, liebe Martina, danke, 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 danke. Ja, schaut mal, hier ist ein bisschen, man kann es in der Kamera, das fängt die vielen Farbnuancen gar nicht gut ein. Hier ist so ein schönes Marineblau, ja, das sieht man kaum, so ein schönes Marineblau. Es ist, hier geht es ein bisschen mehr Richtung Grün. Es ist Türkis. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Farbnuancen und das wird wirklich sicherlich ein absoluter Traum, das zu verspinnen. Ah, so ein Wölkchen, wirklich so, so, so toll. Ja, danke, danke, danke. Und liebe Martina, ich würde so gern besser mit dir in Kontakt treten, als immer nur hier übers Video. Wenn du magst, schick mir doch mal deine Handynummer. Einfach irgendwie als PM oder per E-Mail oder irgendwie, wenn du magst. Dann können wir uns da vielleicht ein bisschen besser austauschen. Das wär mir echt ein Anliegen. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und mit sowas rechnet man ja auch nicht. Noch dazu so mitten unterm Jahr. Also wirklich. Vielen Dank. Ja, dann bleibt mir nur noch eines, nämlich euch ein Buch vorzustellen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich habe noch ein drittes Buch. Jetzt wird die Folge schon wieder so lang, aber nicht ganz so lang wie die letzte. Ich habe vom Stiebner Verlag dieses Buch Schwedische Strickjacken bekommen. Für jede Jahreszeit. Also ich habe das im Newsletter gesehen, ich habe dieses Titelmodell gesehen und habe mir gedacht, boah, schön. Und dann kam dieses Buch. Es ist schwer. Es ist hat einen normalen Einband, hat aber so eine Leinenoptik. Finde ich schön. Also ich finde es schon mal wirklich wieder mal sehr schön aufgemacht. Hinten sind natürlich eine Beschreibung und hier schon mal drei Modelle. Hier sieht es auch so wie so Leinenoptik, die einzelnen Seiten. Ja, wirklich, also das finde ich schon mal sehr schön. Genau, 20 zauberhafte Strickmuster in den Größen 36 bis 48. Was ich ganz, ganz toll finde auch, ist, dass es nach Jahreszeiten aufgeteilt ist. Also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die einzelnen Modelle haben auch ganz, ganz nette Namen. Frühlingswäsche, ja, Teichbinse, Mittsommer, Hortensie, dann eben, wenn es um den Herbst geht, Schwesternschaft und im Winter Weihnachten und so weiter und so weiter. Wirklich ganz toll. Da ist ein Vorwort von der Autorin. Dann ist hier auch noch ein, was erklärt über Jacken. Ist hier. Was bedeutet das Wort Jacke? Wo kommt es eigentlich her? Was für Muster sind jetzt da auch gerade typisch für Schweden? Dann hier auch ein paar Dinge vorweg, eben halt wie die anderen in drei Schwierigkeitsgrade, wie das eingeteilt ist, wie man die richtige Größe ermittelt, wo die Abkürzungen zu finden sind, dass man eine Maschenprobe stricken soll. Und dann geht es schon los hier auch wieder mit ganz wunderbaren Bildern. Das liebe ich ja immer, wenn die Bücher auch wirklich so tolle, tolle Bilder enthalten. Das geht hier los mit so einer ganz klassischen Strickjacke. Hier schaut mal,
Ist das nicht toll? Ein tolles Bild, oder? So, dann ist hier auch eine Erklärung. Frühling bedeutet Ende und Anfang. Also zum Beispiel hier eben Gedanken zum Frühling, so würde ich es mal nennen. Ja, der erste Huflattich, die ersten Frühlingsblumen, die Zugvögel kehren zurück, kleine Lämmer springen über die Weide. Also das sind einfach so Gedanken zu der jeweiligen Jahreszeit. Dann geht es hier los mit der Jacke Frühlingswäsche. Auch hier erklärt oder erzählt, ja, früher sammelte man die Kleidung für zwei große Wäschen, eine im Frühling und eine im Herbst. Gewaschen wurde im Freien, kennt man vielleicht aus alten Filmen, aus Dokumentationen, aus Romanen. genau, hier auch die Jacke Frühling, schreibt sie, ich finde es toll, wenn man dabei Wollreste verwerten kann. Für das Muster unten am Ärmel braucht man nämlich nur sehr wenig Wolle. Also das ist so eine relativ einfache Jacke, die dann an den Ärmeln unten ein Muster hat. Ja, dann kommt die andere. Auch hier, das sind gleich so, also da ist auch was zur Konstruktion angegeben, wird in Reihen auf Rundstricknadeln von oben in einem Stück gestrickt mit einem Musterband unten an den Ärmeln. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das finde ich immer schön, wenn man schon auf den ersten Blick schon so eine kurze Beschreibung hat. Was ist es? Wird es von unten nach oben? Ist es Raglan? Ist es Rundpasse? Das sieht man meistens. Aber eben wird es von unten? Wird es von oben? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Das finde ich immer super. Und dann ist hier auch schon ein kleiner Strickkurs, eben eine Masche rechts geneigt zunehmen, wie das, also was die Abkürzungen bedeuten und wo man dann den Strickkurs dazu findet. Gut, dann kommt hier die Anleitung. Hier sieht man nochmal das Modell im Ganzen. Ja, dann kommt die Jacke Prim. Das ist was für Anfänger. Also schreibt sie hier auch, würden Sie gerne Ihre erste eigene Jacke stricken, dann kann ich dieses Modell empfehlen. Eine weiche und bequeme Anfängerjacke, die dank der fluffigen Wolle auch noch schnell zu stricken ist. Um es Strickanfängern leichter zu machen, habe ich dieser Anleitung ein paar Fotos hinzugefügt. Ja, also auch hier finde ich super, dass da so an die Strickanfänger gedacht wird, eben dass es schnell geht, dass es einfach ist. Das ist dieses Modell, das hatte ich euch gerade schon gezeigt. Genau, und hier ist dann eben zum Beispiel das Stricken Schritt für Schritt. Finde ich wirklich super. Ja, dann hier auch wieder so eine ganz einfach, ich sag's mal, so eine Alltagsjacke halt auch einfach, ja, braucht der Mensch auch. Also könnt euch wahrscheinlich so ungefähr jedes einzelne Modell in die Kamera halten. Ja, hier die Jacke Mirage, das ist die vom Titelbild, die es mir eben so angetan gehabt hat. Ja, finde ich echt toll. Hier auch wieder dann eben wirklich eine Übersicht, also zwar keine Schemazeichnung, aber einfach doch zumindest die Übersicht, wie es am Schluss ausschauen soll. Ja, und immer wieder zwischendrin ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Ja, eine Weste ist auch drin. Also da geht es dann schon in den Sommer. Auch hier die Jacke, guckt mal, ist die nicht süß. Auch an sich ganz einfach und glatt rechts und schnell gestrickt und dann aber diese tolle Colorwork Rundpasse. Ja, ich sage, ich könnte euch wahrscheinlich von jedem einzelnen Modell vorschwärmen. Hier auch die Jacke Dahlie und dann eben auch dieses tolle, tolle Bild, diese riesigen Dahlien, wunder, wunderschön. Auch eine ganz einfache Kuscheljacke. Ach, ja, wunderbar. Eben eine Weste ist drinnen. Jetzt muss ich mal so ein bisschen vorblättern, weil, wie gesagt, sonst dauert es hier noch länger. Hier eine kurzärmelige Jacke. Wie nennt sich die Lilie? Auch total schön, finde ich. Ja, wie gesagt, könnt euch hier
so ziemlich jedes einzelne Modell in die Kamera halten. Ja, da sind wir jetzt dann schon im Herbst. Da ist dann zum Beispiel die Jacke Sundborn. So ganz typisch, denke ich, wie man es, wie man auch viele Modelle kennt, eben mit der Passe, dann auch so dieses Auslaufende. Ich stehe ja zurzeit eh ganz entweder auf diese ganz einfachen Sachen oder eben tatsächlich diese Colorwork-Geschichten. Ja, hier die Jacke Erbe, das ist auch was ganz Besonderes. Da schreibt sie nämlich tatsächlich auch, dass diese Jacke eine Version der Jacke ihres Opas ist. Die Originaljacke wurde von mehreren in der Familie getragen und geliebt. Zunächst von meinem Papa, dann von mir. Die ursprüngliche Jacke ist wahrscheinlich aus den 1940ern. Aber trotz ihres Alters und der Nutzung wohlbehalten und schön. Genau, und dann hat sie da eben quasi diese Jacke rekonstruiert. Und ich finde die, ja, ist auch so was ganz typisch klassisches Muster. Finde ich toll. Und vor allem, wenn dann da auch noch so schöne, ja, so schöne Gedanken oder so eine schöne Geschichte damit verbunden ist. Hier die Jacke Schwesternschaft, die finde ich auch sehr süß. Da sind unten eben die, sieht man nicht gescheit, die Mädchen, eben die Schwestern verewigt. Ja. Genau, da auch wieder. Das finde ich nämlich auch mal sehr interessant, dass bei vielen Jacken das Colorwork eben eigentlich erst unten kommt und nicht oben an der Passe, wie man es meistens kennt. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, wunderschöne Jacken. Da auch für Weihnachten dann nochmal was Kurzärmeliges. Aber auch zum Beispiel eben so eine Jacke hier. Nicht mit Colorwork, sondern mit Lochmuster. Auch ganz, auch, ich finde auch so diese leichten Puffärmelchen, finde ich auch, oder Ballonärmel oder wie auch immer man die nennt, finde ich auch sehr schön. Und hier zum Schluss noch was ganz Besonderes, so eine richtige Festtagsjacke. Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist doch ein Pullover. Nein, es ist eine Jacke, die nämlich hinten geknöpft wird. Finde ich total witzig. Ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich stricken würde, aber ich finde es eine ganz, ganz tolle Konstruktion. Vielleicht kann man es ja auch andersrum anziehen, mit den Knöpfen vorne. Ja, also wie gesagt, ein ganz, ganz tolles, ich schau mal, zeige ich euch noch was? Nee. Genau, am Schluss kommt dann noch ein Strickkurs übers Jackenstricken. Da ist dann auch noch mal was erklärt, eben zu den Strickjacken im Buch. Größe wählen, Bewegungszugabe berechnen, eine Jacke rundstricken, eine Verstärkungsnaht neben der Schnittkante, wie man eine Jacke aufschneidet, die Schnittkanten versäubert. Ja, dann auch zwei Ärmel gleichzeitig stricken, steht was dazu. Löcher unterm Arm vermeiden, das finde ich ja sehr spannend, weil ich habe da immer Löcher. Und dann nicht zuletzt dann auch noch waschen und spannen, Knöpfe, Knopfwahlknöpfe annähen. Ellenbogen flicken, kaputte Bündchen flicken. Auch sehr interessant, wenn man sich schon so die Arbeit macht. Ja, finde ich auch toll, dass da was dazu drin steht. Dann was zu den Einstrickmustern. Ja, und dann das, wie man Wickelmaschen oder verkürzte Reihen macht. Ja, also wirklich, wirklich toll. Maschenstich ist drin, lettischer Flechtzopf, wie man den macht, ist hier sogar mit Bildern drinnen. Ja, also wirklich, wirklich ein tolles Buch, tolle Modelle, toll aufgemacht. Was habe ich mir noch für Gedanken dazu gemacht? Eben abgesehen von den schönen Bildern und dass es nach Jahreszeiten sortiert ist. Es gibt die Größen XS bis 4XL. Genau, steht ja hier auch 36 bis 48. Eben in der Übersicht die Angaben zur Konstruktion, habe ich schon gesagt. Und es wird verschiedene Wolle verwendet, von Yerbo. verschiedene Wollen von Istex. Das ist zum Beispiel die Led Lopi.
das sagt euch wahrscheinlich oder den meisten wahrscheinlich was. Rauma ist dabei, Sentness ist dabei. Genau. Diese vier verschiedenen Garne und dann halt eben auch jeweils verschiedene Qualitäten. Ja, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was es kostet tatsächlich. Aber ich schreibe euch, nee, das ist das von den anderen. Ich schreibe euch die ISBN-Nummer unten rein. Genau, dann könnt ihr da beim Buchhändler eures Vertrauens gerne fragen, wenn euch das interessiert, wenn euch das gefallen hat. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Das letzte Video ist es noch nicht ganz so lang her. Ja, bei mir in der Arbeit spielt sich alles langsam ein. Ist noch ein bisschen ungewohnt, nicht so feste Tage, feste Arbeitszeiten zu haben, sondern eben immer unterschiedlich. Aber an sich macht mir Spaß und ja, kann jetzt auch selber schon sagen, es läuft jetzt ganz gut schon. Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten hatten wir unser großes Feuerwehrjubiläum, 150 Jahre. Das ist bei uns jetzt, das ging letztes Jahr los, dieses Jahr, das nächste, nächsten 2 Jahre haben ganz, ganz viele Feuerwehren 150-jähriges Jubiläum, weil eben die Feuerwehren alle so um den gleichen Dreh rum eben gegründet wurden. Das war beim 125-jährigen schon so und jetzt logischerweise auch wieder. Und leider wird generell nicht mehr so groß gefeiert wie früher. Also ich weiß auch noch beim 125-Jährigen, da hatten wir so ein richtig großes Bierzelt. Da ging das Ganze über 4 Tage. Da hat man Bands da und einen großen Festtag. Aber das ist heutzutage, haben wir die Leute gar nicht mehr, die sich. Wir haben schon Leute, die sich engagieren, aber da braucht man einfach noch mal einen Ticken mehr und vor allem gibt es so viele Auflagen, was dann irgendwie Security und etc. angeht, dass man das als Verein eigentlich gar nicht mehr stemmen kann. Also es ist jetzt bei unserem kleinen Fest schon so, dass man sagt, man will auch keinen Gewinn machen, es soll ungefähr zu null rausgehen, aber so große Feste, das kann ein Verein alleine leider gar nicht mehr stemmen mit den ganzen Auflagen, die man da hat. Insofern haben wir kleiner gefeiert mit den umliegenden Nachbarwehren und natürlich mit unserer Bevölkerung hier vom Ort und den Vereinen vom Ort. Und ja, war ein ganz, ganz, ganz toller Sonntag. Wir haben 2 Fahnenbänder geweiht und zwar einmal von der Vorstandschaft und wir, die Fahnenabordnung, also unser Fahnenträger und meine ja, Kollegin und ich sozusagen, wir haben auch ein Fahnenband gestiftet und das wurde beim Gottesdienst geweiht. Unser Feuerwehrchor, also das ist so, wir sind 7 Leute, die sich so eben immer zu so besonderen Gelegenheiten zusammentun und da eben ein paar Lieder üben, die wir dann in der Kirche singen. Ja, wir sind wieder aufgetreten und es ist echt, war gut gelaufen und hat echt Spaß gemacht. Die Kirche war rappelvoll. Ja, dann gab es einen kleinen Festzug und dann halt einfach natürlich gemütliches Beisammensein, Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Und ja, nach dem Abräumen oder nach dem Abbauen haben wir uns dann noch eine Pizza geholt. Es war wirklich ein rundum toller Sonntag. Das Wetter hat mitgespielt. Ja, also das war so das große Highlight, muss ich ehrlich sagen, seit der letzten Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt auch eine ganz tolle Zeit, dass ihr schönes Wetter habt. Also es ist heute tatsächlich schöner als angekündigt. Ich hoffe, es hält übers Wochenende. Das Wetterbericht ist gerade nicht so berauschend, aber man kann ja mal hoffen, gerade bei uns mit dem Föhn, weil wir am Wochenende nämlich ganz viel vorhaben. Unter anderem fahren die Antonia und ich eben endlich mal wieder zur Kunkelstube. Aber auch am Samstag haben wir einiges vor. Da wollen wir zusammen frühstücken gehen, dann wollen wir aufs Volksfest, dann wollen wir noch zur Feuerwehr, wo eben Antonia, ihr Freund, Mitglied, sie an sich auch. Also die sind quasi beide gegenseitig bei ihren Wehren Mitglieder geworden. Und die haben Tag der offenen Tür, da wollen wir dann noch hin. Und ja, abends mache ich es mir gemütlich und mache meinen Jackenanstrick, hoffe ich zumindest. Ja, also drückt mir die Daumen, dass das Wetter am Wochenende schön bleibt. Morgen geht's los mit der SWC. Da drücke ich allen, die mitstricken, schon mal ganz, ganz fest die Daumen für die Quali. Bin sehr gespannt, was da kommt.
Und ja, werde euch berichten. Also, ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit. Freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Freue mich über Kommentare und freue mich natürlich erst recht, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit, euch schöne Pfingsten, schönen Urlaub, falls ihr wegfahrt. Und macht's es gut. Immer genug Wolle im Korb und auf den Nadeln wünsche ich euch. Pfiat euch!